Im nördlichen Waldviertel liegt eines der interessantesten Renaissancebauten Österreichs, das Schloss Greilenstein. Die erste Erwähnung eines Bauwerkes stammt aus dem 12. Jahrhundert. Eine kleine Wehrburg, die im Besitz der Familie Greilen war. 1313 starb das Geschlecht aus und es wechselten oftmals die Besitzer. Zu großen Veränderungen kam es 1534, als Hans Lorenz von Küffstein die Burg erwarb. Sein Sohn Freiherr Hans Georg III. Von Küffstein ließ die Wehrburg abtragen und von einem italienischen Baumeister am gleichen Platz das heute noch bestehende Renaissance-Schloss errichten. Greilenstein wurde Verwaltungssitz und als Repräsentations- und Sommersitz für die Familie gebaut. Die Familie Küffstein war protestantisch eingestellt und es gab mit dem naheliegenden Stift Altenburg immer wieder Auseinandersetzungen. Im Dreißigjährigen Krieg blieb Greilenstein von Verwüstungen verschont, doch musste Hans Jakob Freiherr von Küffstein 1620 das Schloss verlassen. Greilenstein war kurzfristig katholisches Hauptquartier. Kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges kamen kleine Truppenverbände der Schweden hier vorbei und besetzten das Schloss kampflos, ohne allerdings Schaden anzurichten. 1623 konvertierte Hans Jakob von Küffstein zum katholischen Glauben und konnte somit die Herrschaft für seine Familie retten. Es folgten unruhige Zeiten. Im frühen 19. Jahrhundert waren 1000 französische Soldaten mit 1400 Pferden hier einquartiert. Als sie abzogen, war das Schloss in äußerst schlechtem Zustand. Den Ersten sowie den Zweiten Weltkrieg überstand Greilenstein ohne größeren Schaden. Das Schloss wurde von der Familie von 1945 bis 1959 bewohnt, dann wurde es zum Museum. Das Schloss ist nach wie vor im Besitz der Familie Küffstein. Es ist nicht einfach, das jahrhundertealte Gebäude zu erhalten. Eine 3600 Quadratmeter große Dachfläche ist zu erneuern, wobei schon ein Gutteil neu gedeckt wurde. Das Mauerwerk ist noch zu sanieren, Fenster und Türen teilweise zu tauschen. Veränderungen an der Bausubstanz sind nicht möglich, denn sowohl das Schloss mit seinen Nebengebäuden stehen unter Denkmalschutz. An der Südseite die beeindruckende Fassade mit dem Torturm. Über dem Eingang das Familienwappen. Das Tor bewachen schwerttragende Mohren und neben den aufragenden Pilastern die Löwen. Vor dem Wehrgraben die Balustrade. Auf ihr finden sich eine Reihe von Puthaus. Aus einiger Entfernung sehen sie aus wie spielende Kinder. Bei näherer Betrachtung sind sie nicht so friedliche Gesellen. Durch das Tor zum quadratischen Innenhof. Er ist in zwei Etagen gestaltet. Der obere Bereich führt zu den Wohnräumen, der untere Teil zu den Kellerräumlichkeiten. Der Innenhof wurde in der Barockzeit umgestaltet. Die aus Sandstein gefertigte Hofbalustrade in Gitterform wird unterbrochen von großen Vasen. Die Fassade des Innenhofes ist auf drei Seiten geschlossen.
An der vierten Seite eine über drei Etagen führende Galerie, die zu den Prunkräumen des Schlosses führt. An der Frontseite die Säulengalerie, die in den Gängen das Kreuzgewölbe tragen. Schon in den Gängen sieht man, dass die Küffsteins Jäger waren und die Wälder wildreich. Die Prunkräume reihen sich in der oberen Etage aneinander. Einige davon sind zu sehen. Die Registratur mit seiner schlichten Einrichtung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis heute werden hier die alten Akten wie Wirtschaftsbücher und Verzeichnisse von Grundstücken aufbewahrt. Der Gerichtssaal. Kaiser Ferdinand II. Verlieh den Köfsteins die hohe Gerichtsbarkeit. Aus der Zeit sind noch eine Unzahl an historischen Gerichtsakten vorhanden. Mit der hohen Gerichtsbarkeit konnten sie auch Todesurteile verkünden und vollstrecken. Im ersten Turmgeschoss die Schlosskapelle. In der damaligen Zeit waren die Küffsteins der protestantischen Glaubensgemeinschaft zugetan. Die Einrichtung wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts gefertigt. Es ist ungewöhnlich, der reich gestaltete Renaissance-Altar und die Kanzel, da die sonst in protestantischen Gotteshäusern schlicht ausgestattet waren. Große Bibliothek. Sie umfasst ca. 10.000 Bände aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich befand sich hier eine Holzdecke und Wandtäfelung, die Kaiser Franz I. für die Franzensburg einforderte. Der Rittersaal. Gewölbedecke überspannt den 200 Quadratmeter großen Saal, die mit Renaissance-Stuck und Fresken verziert ist. Der Saal diente für Feste und Bankette in der Renaissance- und Barockzeit. Über den gesamten Trakt zieht sich der Türkensaal. Eine Kassettendecke überspannt den riesigen Saal. Sie wurde Mitte des 16. Jahrhunderts gefertigt. Sie stammt aus dem Schloss Viehofen und wurde 1958 nach Geilenstein gebracht. Der Ahnensaal ausgestattet mit den Bildnissen der Küffsteins der letzten Jahrhunderte. Im Erdgeschoss das Spielezimmer. Es waren die Spielzimmer der Küffsteinkinder, solange sie im Schloss waren. Später fand der Raum als Kanzlei und Büro Verwendung. Im unteren Teil des Hofes wurde die mittlere Wand in Form einer Grotte gestaltet. Im Inneren ein geflügelter Drache. Er war ursprünglich im Schlossgarten aufgestellt und war ein Teil der Wasserspiele. Im Keller der ehemaligen Waschküche wurde das Zwergenkabinett eingerichtet. So wie der Drache befanden sie sich früher in der Gartenanlage. In der Barockzeit war es üblich, in den Gärten Zwerge und Fabelwesen aufzustellen, die der Belustigung der gelangweilten Gesellschaft dienten. Man fertigte Figuren verschiedenster Berufsgruppen in gewöhnlichen und ungewöhnlichen Tätigkeiten. Es finden sich jedoch nie Figuren der gehobenen Gesellschaft. Man wollte damit das Groteske und Andersartige hervorstreichen, um sich selbst besser darzustellen. Vom unteren Hof aus zugänglich ein Ort, der nicht zum Verweilen einlädt, das Verlies. Ein kleiner Vorraum mit nur ein paar Quadratmetern, an den Wänden noch Ketten und Ringe,
mit denen die Delinquenten festgekettet wurden. Hinter der massiven Holztüre der Kotta mit einem kleinen Ausguck. Ein im Gefängnis noch vergleichbar bequemer Raum. Die meisten der Gefangenen wurden in das Loch hinuntergelassen. Ein ca. 5 Meter tiefer Schacht, in denen die Verurteilten in völliger Dunkelheit leben mussten. Für die Renaissance- und Barockzeit war das Baden und die Körperpflege selbst für die vornehme Gesellschaft ungewöhnlich. Man badete nicht, sondern um den anhaftenden Geruch zu übertünken, parfümierte man sich. Die Badestube im unteren Teil des Schlosses wurde Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. Ein Umbau erfolgte im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts. Es entstand die noch jetzt existierende Badeanlage. Es wurde ein mit Holz verkleideter Vorraum für das Umkleiden errichtet. Ein tiefer liegendes Becken wurde ausgehoben und mit Steinplatten verkleidet. Beheizt wurde die Anlage mittels eines großen Kachelofens. Die Wasserversorgung lag außerhalb. Am Gang wurde eine Heizanlage errichtet, die aus einer Feuermulde bestand, auf dem das Wasser in Kesseln erhitzt wurde. Vom unteren Hof gelangt man durch den kleinen Turm über die Grabenbrücke in den anschließenden Schlossgarten. Hier wurden noch einige kleine Zwergenskulpturen aufgestellt. Die Schlossanlage wird von zahlreichen Wirtschaftsgebäuden umgeben, die heute noch teilweise in Verwendung stehen. Gegenüber dem Hauptportal, der Florianebrunnen, er war einst das Zentrum eines ca. 40 Hektar großen Ziergartens mit Wasserspielen und Skulpturen, die heute im Schloss im Zwergenkabinett stehen. Mehr als 400 Jahre sind seit dem Umbau von der Burg zu einem Schloss vergangen. Die Schlossanlage hat schwierige Zeit, etliche Kriege überdauert und steht heute noch fast wie in seiner Entstehungszeit. Der Zahn der Zeit ist sichtbar. Für die Erhaltung wird viel von den Besitzern getan, um es wieder instand zu setzen. Man kann nur hoffen, dass es als Museum weitergeführt wird und nicht wie viele andere historische Gebäude als Hotels umfunktioniert wird und damit für immer verloren ist. Thank you.